Schön, dass du da bist. Wir haben hier einiges gelernt über elektronische Musik, Fashion und Mode. Dich würde ich gerne fragen, was hat Lyrik und Fußball miteinander zu tun? Fußball. Also ich habe ein paar Fußballsonette geschrieben. Also ich liebe Fußball. Allerdings würde es besser klingen, wenn ich sagen würde, ich würde Literatur lieben oder nur Literatur und nicht Fußball. Ich weiß nicht, welches Klischee man da bedienen muss. Aber du warst bei Bayer 04 Kultur eingeladen. So. Also dieser Fußballverein unterhält anscheinend eine Kulturabteilung. Du warst dort zu Gast. Was weißt du davon zu berichten für Ist nicht uns? ganz richtig. Also die Bayer AG hat ja diesen Fußballverein unter ihren Fittichen, allerdings auch eine Kulturabteilung, und das war quasi Bayer Kultur. Und die haben irgendwie ein Jahr vor der Lesung, also 2010 im Frühjahr, mir eine Mail geschickt: Hier, warum liest du nicht da? Du hast das Buch rausgebracht, und mach doch mal Der kleine Fränklin. Immer wenn der kleine Franklin sich nach vorne neigte, brodelte und rumorte es in seiner Magengegend. Das ging noch nicht lange so, vielleicht seit etwa einer halben Stunde, nur konnte er es gerade jetzt beim gebückten Griff in den Kühlschrank wieder klarer erkennen und stellte nun mit einiger Verwunderung fest, dass sich da irgendetwas tief in ihm drinnen anders verhielt als sonst. Beinahe war es, als buhlte dort etwas um Aufmerksamkeit. Bald blubberte es wie eine köchelnde Suppe, und bald war es auch, als werfe es sich roh und klumpig von innen an die flächige Bauchwand. Und wahrlich schien der Begriff der Fläche hier angebracht, denn der kleine Franklin war ein richtiger, ein kleiner Pummel, ein offensichtlich überernährtes Lausebalg und Mutterknuffelchen, und nicht zu knapp, also ward seine Haut bereits gedehnt und strapaziert und schien gerade in den letzten Minuten immer mehr noch an fleischigem Inhalt verwalten zu müssen. Und als es nun auch in regelmäßigem Abstand begann zu zerren und zu stechen, so schob sich also die eine oder andere Hautschicht auf seiner Stirn zu einigen Falten der Unruhe zusammen und verlieh damit dem sonst zwar fülligen, jedoch durchaus kindlich harmonischen Gesichtszug eine erwachsene Schärfe. Dankeschön. Jan Lindner.